Hallo und herzlich willkommen zurück im Paradies. Beim letzten Mal haben wir uns auf der Insel umgesehen, sind ein bisschen rumgesprungen, sind Pfeil hinterher gefahren und haben, ja, dieses Piratengebäude hier entdeckt. Und was es hier noch drin zu finden gibt, außer die Baupläne, die ich mir beim letzten Mal schon angeguckt habe, das werden wir uns jetzt angucken. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust drauf wie ich und ja, lasst uns gleich mal mit dem Teil hier anfangen. Oh nein, 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 nein. So oder so, wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Erstmal will ich mir was anderes angucken. Das sieht aus, als wenn es da weitergeht. Also auf jeden Fall, wenn es da keinen Rückweg mehr geben würde. Hey, wo willst du hin? Da habe ich einen Schatz gesehen. Da hinten. Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Das könnte man so sagen, ja. Okay. Schatz, ich komme. Da bin ich. Was habe ich denn da? Schildblattkästchen mit Piki. Okay. Okay. Anscheinend wieder drei Autos ausgelassen. Vielleicht finden wir die ja noch hier unten. Ist das da rum, wo wir schon mal waren? Ja, das sieht ganz danach aus. Hier im Raum waren wir schon. So. Dem Raum waren wir gerade eben, genau. Dann gehen wir nochmal hier lang. Ach, das ist das, was ich auf der anderen Seite vermutet hatte. Das ist der eingebröckelte Eingang. Alles klar, dann ist ja doch nicht mehr so viel, was man hier so zu finden kann, außer diese Tür hier. Also wollen wir mal diese Tür öffnen. Komm! Hab dich nicht so. Moment, ich hier an meinen Rücken. Scheiße. Okay. Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Okay. Das sieht interessant aus. Gehen wir mal hier rein. Hier haben wir ein Wasserrad. Oh, kann er nicht dann. Der schon. Das sieht auch ziemlich bescheiden aus. Hier wird wahrscheinlich auch dann noch nochmal Färben sein. Gut, dann gehen wir zu dem Rad in der Mitte, was offensichtlich. Mal sehen, was passiert. Okay. Ah, sie drehen die Symbole. Ja, das hilft. Okay. Weh.
Was passiert hier? Was zur Hölle? Ich habe da eine Idee. Hey, warte, das muss anscheinend da drauf sein. Das Große. Hast du was in deinem schlauen Buch stehen? Bringen wir das zu Ende, ja? Wenn ich mich jetzt noch auskennen würde, mit Zeichen. Warte mal, Westen. Das ist Westen, anscheinend. Das ist ein Kompass oder was? Westen. Warte mal. Okay. Gibt's hier keine Hints? Bringen wir das zu Ende, ja? Dann sag mir doch wie, du Vogel!
Oh, was? Die kann ich auch drehen? Okay. Noch gleich dieser Al-Basra-Typ. Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten. Wie verbündet er sich mit ihm? Sprengte das Pulverlager der Gangs-Server. Und Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Der andere Kerl? Er war ein Niemand. Dann wurde er ein mächtiger Schwerer. Ich muss den irgendwie einzeln drauf bekommen. Da. Na bitte. Jetzt musst du sie nur noch ins Licht drehen. Guess what? Ich hab's. Und auf ein neues. Ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mace, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Hallöchen. Interessante Statuen. Ich will mir die Statue noch mal angucken. Okay, gut. Hey, schau, ist wohl auf dem Weg. Schwierig. Der Bin Malik sieht maurisch aus. Naja, ist er auch. Was macht er so weit weg von der Barbaristenküste? Gleich wie wir. Er sucht sich Action. Ei. Okay. Wow, da ist die falsche Taste. Okay, das ist gut. Wir müssen schauen, wie weit sie daneben liegen, wenn sie im Licht stehen. Der muss quasi auf die andere Seite. Die wird gedreht, ich hoffe nicht. Okay, noch zweimal. Noch zweimal. Oh nein, ernsthaft, ich habe das Ding mitgedreht. Noch mal eine halbe Drehung. Und jetzt sollte es passen. Du hast es. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England, Thomas Two. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam.
Er kommt vielleicht noch. Höchst persönlich. Hier fehlt eine Statue. Mal sehen. Okay, wohin jetzt? Up we go. Deine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Puh, das geht ganz schön tief runter. Also Nathan, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Wie praktisch. Das ist eine Seilrutsche. Ja, unpraktisch. Kein Schatz. Reiß dich bitte, bitte, bitte. Ist nicht gerissen. Okay, komm runter. Bitte. Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain. Wäre ich der Zweite gewesen, also ich, der nächsten wegsteuert, dann wäre es gerissen und er hätte uns auffangen müssen. Hundertprozentig. So. Oh, das Tor ist offen. Wie praktisch. Okay. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. So aufgeregt mir. Zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas für beide. Ja. Einfach verpasst, glaube ich. Da ist er. Das nennt man wohl überlebensgroß. Ja, ziemlich groß. Ich dachte schon, ich hätte mich verfahren. Mich wundert, dass das Shoreline noch nicht da ist. Ah, Moment mal. Ich habe da so ein Déjà-vu. Seht ihr den Wetterumschwung? Aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Es sieht so aus, als wenn das Wetter umschwingt. Und könnt ihr euch an die erste Szene erinnern? Ich tue es. Auf dem Wasser, mit Booten und Shoreline. Hey, komm, Sam. Oh, warum darf er durchschauen? Nein, du hast die Ehre. Genau. Keine Widerrede, komm. Okay. Und. Okay, Captain. Was sehen wir hier? Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Noch nicht. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Noch sind wir nur wir beide hier. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay.
Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Ich sagte ja. Ich erinnere mich an die erste Szene. Genau an diese. An diese Szene habe ich mich erinnert. Ach, jetzt kommt das. Ich glaube, das hat man schon mal in dem Trailer gesehen am Anfang. Ich muss von diesem Strand runter. Geschaltet danach. Sam! Sam, hörst du mich? Ja, der hört dich irgendwie sicherlich ganz fein. Ja. Damit haben wir Schiffbruch anscheinend erlitten, wie es da steht. Das hat man ja schon im ersten. Vor dem ersten Kapitel gesehen, was genau passiert ist. Ja. Wir haben vielleicht die Schatzinsel gefunden, vielleicht die Libertaria. Wir schauen uns mal an, was es beim nächsten Mal auf dieser Insel gibt und wo zur Hölle Samuel abgeblieben ist. Und was mit den anderen Shoreline-Typen passiert ist. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.